Hey, Matt. Mom, Dad, das ist Holly. Hi! Ups. Hallo, Holly. Matt, Schatz, ich muss sagen, sie ist eine richtige Schönheit. Kieran hat vor lauter Staunen sogar sein Glas fallen lassen. Es tut mir leid, Mrs. Hallgate. Ich wollte niemanden in Verlegenheit bringen. Und doch hast du es getan, hä? Naja. Holly? Hm? Also, warum kommt ihr nicht rein und ich zeige dir meine Weinkollektion? Ach, natürlich. Die ist dein ganzer Stolz. Tu einfach so, als wärst du interessiert. Oh, natürlich, Mr. Hallgate. Was für ein geräumiges Arbeitszimmer Sie haben, Mr. Hallgate. Was zur Hölle machst du hier, hä? Ich war hier doch mal sehr willkommen. Und hier. Und auf der Couch. Und manchmal auf dem Boden. Muss ich dich noch mal fragen, was tust du hier, hä? Kieran, du hast gesagt, du verlässt deine Frau. Du weißt doch, das ist nicht so einfach, okay? Sie leitet die Finanzabteilung unserer Firma. Ich werde sie nicht so einfach los. Ich habe es satt, diese Ausreden zu hören. Die Zeit vergeht, aber irgendwie ist Mrs. Hallgate immer noch hier und ich nicht. Und jetzt? Du willst es mir heimzahlen, indem du meinen naiven Sohn verführst, oder was? Bingo, Kieran. Er ist fast wie du, aber er... Nun, er ist besser im Bett. Ja, sehr lustig, sehr lustig. Also wie viel willst du, damit du meine Familie in Ruhe lässt, $1,000,000. Was? 1 Million? Du spinnst niemals! Das ist der Preis. Du wirst meinen Sohn nicht heiraten. Du wirst meine Familie nicht ruinieren. Verstanden? Schatz, kommst du? Ja, ja, wir sind nur... Oder wolltest du Holly eine Weinverkostung geben? Oh. Ja, ja. Wie wär's mit dem hier? Chateau Margaux. Rot, trocken und Johannisbeeraroma. Ja. Johannisbeere. Wow. Du kennst Kierans Sammlung sehr gut. Man denkt fast, du warst schon mal hier. Nein. Nein, nein, nein. Noch nie. Aber Mr. Hallgate ist wirklich gut im Erklären. Ja. Oh, Kieran. Endlich jemand, der dir bei deinen Weinvorträgen zuhört. Wie schön. Okay, lasst uns an den Tisch gehen. Gut. Stopp, stopp, stopp. Stopp, stopp, stopp. Hör zu. Es wird absolut kein Geld geben, auch keinen Ring. Du wirst meine Familie nicht ruinieren. Verstanden, ne? Das werden wir ja sehen. Matt? Alles in Ordnung. Oh Gott, Matty! Es tut mir leid, aber ich kann nicht länger warten. Liebe Holly... Wow, 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 wow! Sohn, hoch mit dir! Hör auf damit! Was soll das, Dad? Du wirst mir danken, glaub mir. Kieran, was ist los mit dir? Holly und ich müssen etwas besprechen. Sehr wichtig, sehr dringend. Ruinierst den romantischsten Moment meines Lebens. Wie kannst du nur? Ich gebe dir die $1,000,000. Aber nur, wenn du da jetzt reingehst und ihn abweist. Verstanden? Ups. Der Preis ist gerade gestiegen. Was? Jetzt will ich $5,000,000. $5,000,000? Hast du sie noch alle? Nein, nein, nein. Ich muss dich loswerden. Ja. Aber du hast da ein paar wichtige Punkte übersehen, oder? Ja, was denn? Zunächst einmal habe ich eine Lebensversicherung bei deiner Versicherungsgesellschaft. Im Falle meines Todes müsstest du den gleichen Betrag an meine Familie bezahlen. Zweitens, alle unsere Nachrichten und die Fotos werden von einigen meiner Freunde aufbewahrt. Wenn etwas passiert, geht das alles sofort an die Polizei. Erbärmlich. Entschuldigung, nicht interessiert. Ich werde ja sagen und Teil von deiner wohlhabenden Familie werden. Kieran, was war das? Nichts, es war nur... Oh, nichts, Mrs. Hallgate. Ihr Mann wollte Matty und mir nur seinen Segen geben. Holly? Ja? Willst du mich heiraten? Oh, Matty, mein Gott. Natürlich will ich.
Gott, wie sehr ich mich freue. Holly, willkommen in der Familie. Vielen Dank. So viele Mädchen sind immer nur hinter dem Geld her, aber du? Du bist dazu bereit, den Bankrott mit uns zusammen durchzustehen. Nicht viele Menschen wären dazu bereit. Was? Was? Bankrott? Ihr seid bankrott? Ja. Ein paar helfende Hände können wir gebrauchen. Wir mussten die Diener entlassen. Aber Matt hat mir gar nichts davon erzählt. Ja, ich wusste es nicht. Oh, wow. Das ist richtig. Wie sollte er? Matt hat nie für uns gearbeitet bisher. Aber er liebt dich wirklich. Ich hoffe, du wirst ihm den falschen Diamanten verzeihen. Was? Fahrt allesamt zur Hölle! Ich habe so viel Zeit mit dir verschwendet und dann mit deinem dummen Sohn. Und wozu das alles? Ich hoffe, du versauerst, du verarmter Idiot. Holly? Holly, warte! Hey, warte! Schatz, Schatz, glaub dieser Verrückten bitte kein einziges Wort, einfach zu behaupten, dass ich... Ja. Hey, sag mal, was war das? Nichts. Nun, um das klarzustellen. Also, wir sind nicht bankrott. Als oberste Finanzdirektorin würde ich das nicht zulassen. Du hast mir echt einen Schrecken eingejagt, Schatz. Und du hast so viele andere Gründe, um dir Sorgen zu machen. In der Zwischenzeit kannst du deinem Flittchen hinterherrennen und ihr versichern... Warte, was? Dass ich mich nicht weiter zwischen euch beide drängen will. Hatten du und Holly etwa was miteinander? Nein, es war einfach unschuldiges Flirten. Das ist alles. Flirten? Flirten? Ja, ich habe geflirtet. Dein Vater hat ihr versprochen, mich zu verlassen und sie zu heiraten. Das ist gelogen. Das ist eine Lüge. Aber er hat es so lange hinausgezögert, dass sie stattdessen dich verführt hat. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Hey, du vertraust deinem alten Herrn, hm? Ich bin dein Vater und nicht... Nein, das ist nicht wahr. Ich kann's nicht glauben. Ich zuerst auch nicht. Aber Holly war nett genug, um all eure Gespräche mit mir zu teilen. Was? Wie meinst du das? Oh, sie hat mich als Freund hinzugefügt. Naja, nicht mein wahres Ich natürlich, eine Kindergartenfreundin. Ellie Cook. Ein paar Standardsätze über die schöne Kindheit und... Na, bitte, wir sind wieder Freunde. Hinterhältig. Einfach. Das ist hinterhältig. Warte. Aber woher wusstest du von Holly? Holly? Nun, sie hat seit kurzem eine Lebensversicherung bei uns. Und beschlossen, heute in unser Büro zu kommen. Mit Schlüsselkarte. Wo hat sie die denn her, hm? Hör zu, es ist ein dummes Mädchen. Oh, nicht dümmer als der ihr die Karte gegeben hat. Nicht, Kieran? Hey, es war nur ein kleiner Ausrutscher. Das war wirklich alles. Komm schon, Schatz. Kleiner Ausrutscher. Matt, Schatz. Aha. Und du wirst ordentlich dafür bezahlen. Mein Scheidungsanwalt wird sich bald bei dir melden. Scheidungsanwalt? Mom, aber dein Familienring ist doch kein Fake, oder? Natürlich nicht. Er ist echt. Behalt ihn, mein Lieber. Eines Tages triffst du ein anständiges Mädchen. Danke. Danke, Mom. Schatz, lass uns darüber reden. Wir schaffen das. Übrigens, die Weinsammlung behältst du. Okay. Du verlierst dein Haus, deine Familie, deinen Sitz im Familienvorstand. Alles an einem Tag. Muss hart sein. Du brauchst also etwas, um deine Sorgen zu ertränken.